Die arabisch-kurdische Rebellenallianz Syrische Demokratische Kräfte hat nach eigenen Angaben ihre Offensive auf die IS-Hochburg Raqqa gestartet. Ziel ist es, die inoffizielle Hauptstadt des sogenannten Islamischen Staates einzunehmen. Ein Sprecher der Allianz sprach von einer, so wörtlich, großen Schlacht zur Vertreibung der Terrormiliz. In der umkämpften Stadt Mosul hat der IS mehr als 160 Männer, Frauen und Kinder ermordet. Nach Angaben der UN wollten die Dschihadisten die Zivilisten damit an ihrer Flucht aus der IS-Hochburg hindern.